Wir möchten Ihnen die Online-Plattform des Landkreises Karlsruhe für alleinerziehende Eltern vorstellen. Wir haben hier im Landkreis Karlsruhe mit seinen über 440.000 Einwohnern natürlich auch sehr viele alleinerziehende Eltern. Diese Eltern haben einen großen Beratungsbedarf. Gleichzeitig gibt es ein großes Beratungsangebot bei uns im Landkreis Karlsruhe. Dieses alles haben wir in dieser Online-Plattform zusammengefasst und wollen diese Informationen Ihnen zur Verfügung stellen. Bitte informieren Sie sich. Das FF, also wir, sind der Ettlinger Frauen- und Familientreff. Eines von 25 Familienzentren des Landkreises Karlsruhe. Alle zwei Wochen öffnen wir unser Haus für das Café für Alleinerziehende. Bei Kaffee und Kuchen kommen die Menschen ins Gespräch. Sie sind alle in einer ähnlichen Lebenssituation. Die Teilnehmenden haben ganz individuelle Themen, Ängste und Sorgen, die sie beschäftigen. Denn es gibt nicht die alleinerziehende Familie. Eine Sozialpädagogin begleitet die Treffen. Neben dem Café für Alleinerziehende haben wir noch ganz andere Angebote hier im Verein. Das ist die Integrationsarbeit mit Sprachkursen und Nachhilfe, offene Treffs, dann Kinderbetreuung in der betreuten Spielgruppe oder Angebote für Familien mit Babys im ersten Lebensjahr, aber auch Freizeitgruppen oder eine Kleiderkammer. Herzlich willkommen in unserer Spielscheune. Die Spielscheune wird in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Ehrenamt und Hauptamt betreut. Sie trägt zu einem familienfreundlichen und modernen Oberdaddingen bei. Ein wichtiger Bestandteil der Spielscheune ist inzwischen unser Alleinerziehenden-Treff, der bei Müttern, Vätern und Kindern keine Langeweile aufkommen lässt. Inhaltliche Gespräche, Kaffeeklatsch, Diskussionen, Spiel, Spaß und Action für die Kinder, hier wird vieles geboten. Wir treffen uns normalerweise alle 6 bis 8 Wochen, um Gemeinschaft zu erleben. Wir möchten mit diesem Angebot ein Anlaufpunkt für Alleinerziehende sein, eine Stelle, wo Nöte und Sorgen angesprochen werden können, eine Tankstelle für Selbst und das Selbstwert. Der Alltag von Alleinerziehenden ist von vielen Belastungen geprägt. Sie tragen täglich die Verantwortung für sich und ihre Kinder und Auszeiten können sie sich nur selten gönnen. Wir, die Psychologische Beratungsstelle Östringen, veranstalten seit 2018 jährlich eine Freizeit für Alleinerziehende mit Kindern bis 12 Jahren. Das Wochenende findet statt in einem Freizeithaus im Grünen und somit ist für Erholung und Abstand zum Alltag gesorgt. Neben dem Austausch zwischen den alleinerziehenden Vätern und Müttern geben erfahrene Referenten fachliche Inhalte weiter. Die Kinder sind in dieser Zeit von pädagogischen Fachkräften gut betreut. Die gemeinsame Zeit genießen die Familien beim Essen, vor dem Haus, auf dem Spielplatz, bei gemeinsamen Spaziergängen oder abends am Lagerfeuer. Außerdem besteht die Möglichkeit für individuelle Beratungsgespräche. Durch den Zuschuss vom Landesprogramm Stärke tragen die teilnehmenden Familien nur einen geringen Kostenbeitrag. Im Landkreis Karlsruhe gibt es 6 psychologische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche. Als Erziehungsberatungsstellen sind wir Ansprechpartner für alle Formen von Familie, auch für allein- und getrennt erziehende Eltern und besonders auch für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Themen und Sorgen von alleinerziehenden Eltern unterscheiden sich nicht groß von denen gemeinsam erziehender Eltern. In der Regel geht es immer um die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder. Besondere Sorgen und Themen, die alleinerziehende Väter und Mütter in die Beratung mitbringen, sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die neuen Familienmodelle und die damit entstehenden Doppelbelastungen und Konflikte. Neben dem allgemeinen Beratungsangebot bieten wir in der Beratungsstelle aber auch beispielsweise noch Gruppen- und Informationsveranstaltungen an, zum Beispiel die Kindergruppen bei Trennung und Scheidung, die Ich-Stärkungsgruppen für Kinder oder die Elternkurse Trennung meistern, Kinder stärken. Das Kreisjugendamt des Landkreises Karlsruhe hat über den Wegweiser für Alleinerziehende Angebote zur Verfügung gestellt, in denen Fragen für Alleinerziehende beantwortet werden. Auf der Online-Plattform erhalten Sie Informationen über erzieherische Hilfen, ebenso über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Die Unterhaltsvorschusskasse, die wirtschaftliche Jugendhilfe, die Angebote der Pakete der Bildung und Teilhabe oder der Arbeitsagentur sind finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, die Sie nutzen können. Klicken Sie sich rein. Klicken Sie sich rein. Klicken Sie sich rein. Klicken Sie rein. Klicken Sie sich rein. Klicken Sie sich rein. Klicken Sie sich rein.